Die Kämpfe in Aden endeten vor über einem Jahr. Dass die Lage immer noch angespannt ist, zeigen die häufigen Einweisungen von Verwundeten ins dortige Ärzte ohne Grenzen Spital. Die letzte am 29. August. وبالتالي بدينا مستعدين واول ما وصلتنا الحالات كنا مجهزين مستعدين واستقبلنا الحالات وتم التعامل معها واستقبلنا في ذاك اليوم حوالي 46 قتيل و60 جريح. Zwar wurden viele Spitäler der Stadt wiedereröffnet und der Zugang zur Versorgung ist besser als vor einem Jahr, doch stabil ist die Lage noch lange nicht. بالنسبة لنا في العام الماضي كنا نستقبل الحالات الإصابة الجماعية بالإضافة إلى جميع أنواع الحالات بحكم أن السنة اللي فاتت كان تقريبا جميع المستشفيات الموجودة في عدن شبه مشلولة احتياج بالنسبة لعدن يوجد احتياج لكثير من الأشياء بحكم أن المستشفيات لدينا مستشفيات حكومية مستشفيات خاصة ونجد أنها بعض الأحيان تواجه الكثير من العجز والنقص في كثير من المتطلبات لديها فلهذا يوجد تقصير في أداء القطاع الصحي في محافظة عدن. Einige Patienten wurden von Thais überwiesen, einer Stadt etwa 200 Kilometer entfernt, wo die medizinische Versorgung noch schwieriger ist. Ärzte ohne Grenzen unterstützt dort mehrere Spitäler, darunter jenes in Aturba. بالنسبة للأماكن في هنا الطرق مقطوعة بالنسبة في أماكن وعرة فالمريض يصل بشق الأنفس فبعض الحالات تتوفى في الطريق قبل أن تصل إلى المشفى. Aturba ist ein Bezirk außerhalb von Thais mit 30.000 Einwohnern. Weil es so wenige Gesundheitseinrichtungen hat, sind 100.000 Menschen auf dieses Spital angewiesen. Seit Sommer sind die Gesundheitszentren von Maiduguri konstant voll. In Maimusari untersuchen die MSF-Teams rund 3.000 Frauen und Kinder pro Woche. Malaria, Mangelernährung und Diarrhoe gehören zu den häufigsten Krankheiten. Durchfallpatienten können ein Warnsignal für eine Cholera-Epidemie sein. Im therapeutischen Ernährungszentrum in Gwange werden schwer mangelernährte Kinder behandelt. Die 110 Betten sind dauernd belegt. Mangelernährte Kinder werden meist während einer Woche mit einer Magensonde oder therapeutischer Nahrung ernährt. Die Nahrungskrise dauert an, weil die anhaltende Unsicherheit die Menschen daran hindert, ihre Felder zu kultivieren. Vertriebene in Maiduguri, die in den vergangenen 2 Monaten keinerlei Nahrungsmittelhilfe bekamen, werden langsam wütend. In der Hauptstadt Kinshasa leben 10 Millionen Menschen. Um die Ausbreitung des Gelbfiebers zu verhindern, haben die Behörden eine Impfkampagne lanciert. Nach 350.000 Menschen in Matadi, nahe der Grenze zu Angola, haben die MSF-Teams nun 710.000 Einwohner in der Hauptstadt geimpft. Gelbfieber ist eine unheilbare Krankheit. An der schweren Form sterben zwischen 15 und 50%. In der Demokratischen Republik Kongo wurden 74 Fälle bestätigt. 16 Menschen starben. Um weitere Tote zu verhindern, sind die Impfung und die Bekämpfung der Mücken, die das Virus übertragen, am wirksamsten.
Antibiotikaresistenz ist ein weltweites Gesundheitsproblem. In Ländern mit begrenzten Ressourcen und dürftigen Hygienebedingungen, wo es keine Vorschriften zur Abgabe von Antibiotika gibt, hat dies dramatische Folgen. Um herauszufinden, welches Bakterium eine bestimmte Infektion verursacht und welche Antibiotika zur Behandlung nötig sind, braucht es in wirtschaftlich entwickelten Ländern lediglich ein paar Tests in einem Labor. Diese Länder haben eine zuverlässige Wasser- und Elektrizitätsversorgung. Temperatur, Staub oder Feuchtigkeit haben keinen störenden Einfluss. Auch das für die Tests benötigte Personal und die Ausstattung sind vorhanden. In vielen Einsatzländern von Ärzte ohne Grenzen sind diese Voraussetzungen jedoch nicht gegeben. Da die Mittel fehlten, Infektionen richtig zu diagnostizieren und es keine Vorgaben bei der Verschreibung gab, haben Ärzte während vieler Jahre großzügig Antibiotika abgegeben, die gegen verschiedene Bakterien wirksam sind. Die daraus resultierende Antibiotikaresistenz macht es extrem schwierig, Krankheiten wie Meningitis, Dysenterie, Lungenentzündung oder eine Blutvergiftung zu behandeln. Als Maßnahme darauf entwickelt MSF zurzeit ein tragbares Labor, das über alle Funktionen eines regulären Labors verfügt, jedoch an den jeweiligen Einsatzort angepasst werden kann. Es muss folgende Eigenschaften haben: tropentauglich, resistent gegen Hitze und Feuchtigkeit, einfach im Gebrauch, sodass es nach kurzer Ausbildung bedient werden kann, strapazierfähig, günstig und leicht zu transportieren. Ein solches Labor ermöglicht eine bessere Diagnosestellung und Dokumentation einer Antibiotikaresistenz. Primär wird es für Neugeborene und Kinder eingesetzt werden, insbesondere für Mangelernährte oder HIV-Positive sowie Kriegsverletzte. Das Projekt Minilab wird zusammen mit öffentlichen Institutionen und privaten Partnern umgesetzt und wird mehrere Jahre dauern. In einer ersten Phase sollen die geeignetesten Innovationen ausgewählt und im Feld getestet werden. Danach sollen diese in den Prototyp eines tragbaren Labors integriert werden. On avait un patient justement yézidi qui a été torturé par l'ISIS pendant un an et qui est devenu vraiment fou hein, à la suite de ça. C'est-à-dire fou, c'est-à-dire qu'en fait il s'est retiré de la vie psychiquement, il n'était plus capable de répondre, de participer à la vie quotidienne. Malgré ça, il a été emmené sur le chemin de l'exil par sa famille, hein, son frère, sa belle-sœur, son neveu, et c'est comme ça qu'il est arrivé en Grèce. Et on a essayé de l'aider, on lui a donné un traitement pour essayer de le sortir de cet état-là, mais à un moment, il a fait un épisode psychotique aigu. On a dû l'hospitaliser en hôpital grec, et malheureusement, l'hôpital grec, eh ben, il subit les problèmes financiers de ce pays. Ils sont totalement incapables d'accueillir un patient qui avait besoin d'un abri. Il ne savait plus du tout ce qu'il faisait, il partait en courant, il se perdait, etc. Ce qui fait qu'on a dû faire un tour de rôle 24 heures sur 24 pour être présent auprès de lui parce que le staff était incapable de le retenir. Les portes n'étaient pas fermées, les infirmiers n'étaient pas en nombre suffisant, le psychiatre ne venait pas assez souvent et n'avait pas d'interprète pour lui parler. Donc on devait aussi fournir l'interprète à chaque fois qu'on voulait un entretien avec le psychiatre de l'hôpital. La nourriture n'était pas fournie, même les chaises pour les accompagnants, on a dû les louer, enfin c'était terrible. Et moi je me sens responsable, je suis partie, c'est pour ça que j'en parle, je suis partie, il est encore à l'hôpital dans ces conditions-là, avec une prise en charge tout à fait déplorable. Et ça, je trouve ça le mot dommage pour quelqu'un qui en a tellement bavé. Le seul moyen qu'il trouvait de le retenir, c'était de l'attacher. Pour quelqu'un qui a dû être attaché pendant un an, c'est terrible. On a essayé d'expliquer ça, mais il n'avait pas d'autre moyen pour retenir quelqu'un contre son gré que de l'attacher.